Oh, hallo liebe Seher von CryptoTV. Ihr seht, wir sind wieder unterwegs. Wir sind einmal mehr der Roman an der Kamera. Ich an der selbstverliebten Klappe am Klebeband. Und guten Tag. Ja, hallo, grüß euch. Grüß dich. Eine sogenannte Mitstreiterin mit der Frage, was wir hier tun. Es wirkt jetzt ein bisschen gestellt, ist es aber gar nicht. Wir beantworten das auch gleich. Wir sind heute hier. Heute zur Erklärung ist der 17. November 2023, weil wir uns heute die Heimattour mit dem Kickl und der Swatzig anschauen. Bei der Gelegenheit haben wir natürlich wie üblich ein paar Fragen. Ich hoffe, wir erreichen die Herrschaften dafür. Wir werden natürlich ein bisschen den, ich sage jetzt einmal Nachmittag, weil wir haben eine Stunde hierher gestaut. Gestern, also am 16. waren wir ja bei den Grünen und haben uns vom Vizekanzler erzählen lassen, wie die wunderbare Welt der Grünen ausschaut. Und da hat ja quasi die Vorrednerin schon panisch bemerkt, jetzt fahren sie wieder 130 auf der Autobahn, die Narrischen. Also ich als Nicht-Vignettenbesitzer habe die Kurzstrecke bis Salzburg Nord heute genutzt. Da hat es dann Tempo 60 und Stau auf der Bundesstraße. Gab es auch Stop and Go, beziehungsweise der Verkehr kam zum Erliegen. Also ich glaube, die Grünen müssen sich gar nicht fürchten, dass die 130 auf der Autobahn Thema bleiben. Nichtsdestotrotz, wir schlendern jetzt weiter, weil wir schauen uns jetzt diesen tollen FPÖ-Heimattour-Nachmittag an. Schauen wir mal. Da geht's halt hin. Dann schauen wir mal, da wieder noch Phrasen getroschen werden, obwohl das kein Mensch oder mit Sicherheit beantworten, weil was vor der Wahl versprochen wird, wird nach der Wahl sicher nicht vollbracht. Ich sag's ja gleich, wenn es nach mir gegangen hat, grüß euch überhaupt. Hallihallo. Machen wir das alles gar nicht mehr durchziehen, weil Politiker sie anzuhören, das ist so viel. Da lassen wir lieber die Zehennägel reißen. Ganz ehrlich. Oh, Elvis lässt sich hier seine Kleidung schneiden. Normal hat er einen Ungarn, oder ist das ein Rumäne? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mit der Post geht man schicken, macht kein Problem, weil das schon etliche Male gebucht. Ja, das muss aber nicht sein, wie gesagt. Man kriegt irgendwann meine Schwester zum Reparieren. Der von dir da einen, echt jetzt, der von mir da einen Zettel zum WHO-Vertrag bei Ihnen, da zur Info. Da müssen Sie die Dame von der FPÖ fragen, ja. Der hat mir da einen Zettel zur WHO und an den Gesundheitsministerium liegen lassen, weil ich vermute mal, da kommen viele Leute her, da sind ganz viele Leute. Das lesen wir dann gleich durch und dann sage ich das, okay? Ist das okay für dich? Absolut. Wir sind voll auf derselben Wellenlänge, glaube ich. Ich muss nur trotzdem vorher durchlesen. Steht Ihnen frei, lassen einen einfach da. Seid ihr heute für uns zuständig? Nein, die FPÖ wird für uns eigentlich zuständig sein. Die Frage sein. Stellen also wir. Normalerweise. Wir sind Security, oder? Nein, wir sind nicht Security. Sagst du nichts, was draufsteht? Aber die Jacken sind da cool. Steht nicht Security drauf. Warte mal, habe ich es nicht. Das ist die österreichischen Besserungslagers für ungeimpfte politische Aufhörer. Sehr cool. Gänzeljungparteiisch. Wir schauen uns heute nur an, was der Volkskanzler zu sagen hat. Okay. Weil was die Frau Swatzig getan hat, das wissen wir ja schon. Okay. Aber es gibt ja noch ein paar bei euch im Team, die ja durchaus noch brauchbar sind. Die Frage ist halt nur, wie man eine Zukunft gestaltet, wenn man aktuell mit denen, die freiheitlich unterwegs sind in den drei Bundesländern, wo es blaue Koalitionen gibt, der Reihe noch Blödsinn fabrizieren. Da wird es der Herr Kickl halt ein bisschen schwer haben. Okay, na, du hast ja die Möglichkeit, mit ihm zu reden.
Deswegen sind wir ja da. Das freut uns auch, wenn sie vorbeikommt. Das lasse ich euch da liegen, durchlesen, bei Gefallen sehr gerne. Okay. Und genießen Sie den warmen Kaffee, ja, wissen Sie, Klimaerwärmung und so. Nicht, dass man kalte Finger kriegt vor lauter Hitze. Da kann man schon reingehen, vermutlich. Ja, vorne raus ist schon offen, da soll ich aber um 17 Uhr, ich mache das Solar. Alles klar, danke schön. Oder wissen, na schau, da gibt's dann. Heute haben wir Freitag. Wurstnudeln mit Salat, na, immerhin. Und eine Raucherecke, schau wie schön. So. Hallo. Hallo. Es schaut irgendwie so aus, als wenn da ein Bier am Rollen war, das ist dann beim Kuchen. Ja. Mit Bildern finde ich toll. Also ich persönlich habe ja quasi keine Lebensmittelintoleranzen. Ich gönne mir meine Intoleranzen mehr im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist durchaus funktional. Lieber Herbert Kickl! Yeah.